nämlich ja. Infinite Space in a finite finite oder finite, wie spricht man das auf? In einem endlichen finite, infinite, ja. In a finite place. Ja. Hast du die auch aufgeschrieben? Ja. Ist so Nancy, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Was bricht dich daran an? Ja, es ruft, bringt eigentlich einfach nochmal so eine Grundfrage in den Raum. Wo sind denn Grenzen? Ne? Also erstmal begrenzt, also wo ist der Raum wirklich eine Grenze und wo wollen wir vom Raum kreieren? Mhm. Und dieser unendliche Raum, den wir ja auch zwischen unseren Ohren uns schaffen können durch die Fantasie, also was ist im, wo hilft sozusagen dieser digitale Raum noch mehr aus diesem, noch mehr diesen Space zwischen unseren beiden Ohren zu weiten und vielleicht noch mal einen Schritt mutiger oder zu werden oder noch mal einen Schritt mehr um die Ecke zu denken. Ich habe gerade ein Bild im Auge, als du meintest, der unendliche Raum hier zwischen unseren Ohren. Jetzt so ganz praktisch, es gibt ja diese ganzen Whiteboard-Tools und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass Miro eben, da ist der Frame unbegrenzt, du kannst in alle Richtungen immer weiter scrollen. Und das hat natürlich auch, wenn du das jetzt als Gruppe die Möglichkeit, so einen Raum erstmal darin einlädst, hat ja auch die Möglichkeit, dass sich Leute verlieren und in irgendeiner Ecke Sachen festhalten, die keiner sieht. Und ich habe gerade so als Bild für uns als Aufgabe, um eben da wirklich eine Co-Kreation zu ermöglichen, solche Orte wie so Kristallisationspunkte aufzusetzen. Also wie gelingt das so, oder Honigtöpfe zu kreieren, oder Blumenwiesen, wo plötzlich dann Neues entstehen kann. Ja. Und du nennst es ja schon, das ist, auf den ersten Blick sieht es ja aus wie eine Wicked Question. Mhm. Die Frage, wie kannst du auf der einen Seite Klarheit und Orientierung, die ja auch durch Struktur und Begrenzung entsteht, halten und geben und anbieten? Und wie kannst du gleichzeitig eben diesen Raum zwischen den beiden Ohren also zum Fliegen bringen? Mhm. Ja, und das finde ich einen ganz, ganz schönen... erzeugt so eine ganz schöne kreative Spannung, auf die ich auch jetzt Lust habe. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein echter nächster Schritt in der digitalen Zusammenarbeit mit Liberating Structures, den wir alle gemeinsam gehen können. Genau, raus aus dieser Linearität. Also es wurde ja viel am Anfang auch in geteilten Dokumenten gemacht, viel auf PowerPoint sind es nicht, Google Slides. Ja. In die man reinarbeiten kann, was aber natürlich durch die Art schon eine Linearität des Denkens gibt. Und wir haben vorher darüber gesprochen, wie man mit diesen Infinite Spaces auch eine Möglichkeit schaffen kann, so selbstähnliche Systeme, also Fraktale und Integrale zu bilden, dass man ein Gesamtbild hat, in das man an unterschiedlichen Stellen einfach, weil es visuell orientiert, eintauchen kann. Also ja, genau. Ich habe jetzt noch nicht, wir müssen mal forschen, welche Überblicksbild, also ein Bild von einer Reise von A nach B ist zum Beispiel was erstmal so grundsätzlich orientierend ist, wo man dann eintauchen kann, ja, was ist denn da, wo wir hinwollen, wie sieht das da genau aus? Ja. Wer sitzt im Boot und so. Also ja, und das bringt mich auch nochmal auf diese Wahrnehmung, dass wir ja jetzt inzwischen schon im Unterschied zu dieser Anfangszeit, als wir begonnen haben, mit Liberating Structures virtuell zu arbeiten, dass wir jetzt eben auch diese dritte Dimension nochmal ganz anders nutzen. Wir haben natürlich, sehen wir unsere Teilnehmer nicht im Raum, dafür können wir sehr viel besser auf eine Dreidimensionalität gemeinsam schauen und die auch nutzen. Das Einzoomen und gleichzeitig wieder dieses panarchische Auszoomen. Also das Ganze zu sehen und auch das Detail gemeinsam anzuschauen. Mhm. Also da öffnet sich auch noch so ein Möglichkeitsraum. Es gibt nicht diese vorgefertigten Erfahrungen. Das heißt,
um weiterhin inklusiv zu sein, was ja eines der, der Ansprüche der Liberating Structures ist, sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur die Tür, dass wir unsere Teilnehmer mit einbinden. Das heißt, dass wir das auch offenlegen, auch es immer wieder auch abfragen und eben dem auch Raum und Zeit geben, um Fragen zu beantworten, um auch jeden mitzunehmen. Das heißt, man bräuchte eigentlich gute Rituale oder Vorgehensweisen oder wie so eine Art Normen in einer Gruppe, um die Gruppe als Ressource nutzen zu können. Genau, und mir stimmt doch immer von meinem Leadership-Training vor Jahren mit, dieser Satz, Leaders ask for help. Und wenn wir kollaborativ auch eine Gruppenintelligenz wirklich nutzen wollen, gemeinsam, dann gehört das für mich dazu, dass wir immer alle mit einbinden, auch da, wo wir an unsere Grenzen geraten. Und das kann durchaus eben dann passieren in der Schere, die einfach, und das wird eine Realität bleiben, mit der wir für immer leben werden, die wird sogar noch weiter aufgehen. Der Erfahrungshintergrund, was gerade diese die Anwendungen angeht, und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen, weil eine Monokultur, eine technische Monokultur ist keine schöne Aussicht. Also einige wenige Anwendungen zu haben, die dann alle können und alle anderen Anwendungen fallen hinten runter, das ist nicht mein Bild von Diversität.